Hey Leute, was geht ab? In diesem Video möchte ich euch die Möglichkeit zeigen, wie ihr euren CarPlay oder auch Android Auto ganz ohne Kabel nutzen könnt. Dafür benötigt ihr so einen Adapter. Dieser hier ist von der Marke Autocast und ich nutze bereits seit 2 Jahren so einen ähnlichen Adapter. Die Besonderheit bei diesem hier ist, dass man damit nicht nur CarPlay, sondern auch Android Auto nutzen kann. Es ist ganz einfach zu installieren, wenn ihr im Auto 2 USB-Ports habt, müsst ihr ihn auf jeden Fall da anschließen, wo auch CarPlay genutzt wird. Bei mir ist es der linke hier, den schließe ich mal kurz an. Und solltet ihr nur einen USB-Port haben, habt ihr immer noch die Möglichkeit, über das Gerät euren Ladekabel anzuschließen, damit auch das Gerät weiterhin geladen werden kann. So, nachdem wir das Gerät nun angeschlossen haben, seht ihr hier auf eurem Display, da wo CarPlay ist, den Icon für CarPlay oder auch Android Auto. Da klicken wir einmal drauf. Und so sieht das Startdisplay aus. Wenn ich hier oben jetzt mein Logo für CarPlay habe, so sieht das aus, dann heißt es, das Gerät ist momentan im CarPlay-Modus. Wenn ich allerdings Android Auto nutzen möchte, habe ich hier unten den Icon für Android Auto und tippe hier zweimal, damit das Gerät einmal neu gestartet wird und mit Android Auto gestartet wird. Nun habe ich hier das Gerät als Android Auto gestartet und kann mein Android Gerät damit verbinden. Da ich das Ganze mit CarPlay nutze, zeige ich euch, wie wir das Ganze auch verbinden. Das ist ganz einfach. Wir gehen auf Einstellungen. Das gleiche übrigens macht man auch auf dem Android Smartphone. WLAN-Einstellungen und hier habt ihr hier das Auto 8C97, einmal damit verbinden, das Passwort ist 8x8 und das gleiche machen wir mit den Bluetooth-Einstellungen. Und warten jetzt einen kurzen Moment, genau, CarPlay verwenden. Und so schnell verbindet sich das Gerät mit dem Adapter und habt ihr hier ganz normal, wie auch kabelgebundenes CarPlay, das CarPlay ganz ohne Kabel. Und jetzt nochmal ganz kurz demonstriert, wie es ist, wenn ihr ins Auto einsteigt. Mein Auto ist gerade abgeschlossen, Zündung ist aus. So, ich komme hin, Tür auf, Schlüssel rein, Zündung an. Beziehungsweise Motor starten. In dem Fall starte ich jetzt meinen Motor nicht. Und ehe man sich dann angeschnallt hat und losfährt, ist das CarPlay bereits an. Ganz einfach und sehr bequem. Der Adapter kommt übrigens mit 2 verschiedenen Kabel. Einmal USB-C auf USB-C, falls euer Auto so einen Anschluss hat. Und einen USB-A auf USB-C. Und wie gesagt, ihr habt hier immer noch die Möglichkeit, euren Ladekabel hier anzuschließen und weiterhin zu laden. An dieser Stelle vielen lieben Dank für das Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Für mehr solche Videos, liked gerne mein Video und lasst ein Abo da und Glocke aktivieren nicht vergessen. Und weiteres seht auf jeden Fall in der Videobeschreibung nach. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.